Eines der wahrscheinlich genialsten und effizientesten Trainings- und Therapiegeräte weltweit ist der sogenannte XCO. XCO für exzellentes kollagenes Training. Wo befindet sich kollagenes Bindegewebe? In den derzeit so gehypten Faszien. Die Hüllen der Muskulatur werden, wenn wir mit einem sogenannten reaktiven Impact, ich erkläre es gleich, trainieren, tatsächlich länger, besser durchblutet, beschwerdefreier. Reaktiver Impact. Ein patentiertes Granulat, uneben, aus Schiefergestein, befindet sich in diesen Röhrchen. Das ist ein durchsichtiger, habe ich mitgebracht. Wenn wir zwei dieser Trainingsgeräte ganz simpel, ganz einfach über den Griff mehr oder weniger öffnen, schließen oder einfach nur durchschlüpfen, werfen, egal in welcher Bewegung, passiert ganz einfach Folgendes. In den Bändern, in den Kapseln, in den Muskeln, überall am Körper haben wir Rezeptoren, Sensoren. Diese Sensoren sagen den Muskeln, spannt euch an. Hier wumst's gleich und es wumst. Und wenn natürlich diese Sensoren vorbereitet sind, weil hier weder Wasser noch Sand noch Kügelchen, sondern mit einem zeitlich verzögernden Aufprall Schiefergranulat kommt, dann sind die Muskeln vorbereitet. Wir können uns nicht nur nicht verletzen, wir können damit therapieren. Bei jedem Schritt auf einem Trampolin, auf einem großen Ball, auf einem Stuhl, in einer Einheit, im Fitnessstudio, verbrenne ich nicht nur bei jeder Bewegung Minimum 33% mehr Kalorien, ich habe bei jeder Bewegung Bauch, Rücken, Beckenboden, Arme, Schultergürtel immer mit dabei und ich therapiere und trainiere in dem Fall von dem Scheitel bis zur Sohle die Faszien mit großartigstem Spaß. Und jetzt kommt das Allergenialste, jeder kann's, jeder darf's und jedem bringt's was. Und wo findet ihr Ideen? Hier auf meinem YouTube-Kanal. Kurz, knackig, effektiv, mit Trampolin, ohne, was kann ich beim Walken machen? Wie kann ich therapieren? Wie kann ich, wenn ich einen Buckel habe, mich aufrichten? Wie kann ich die Arme vielleicht ein bisschen straffer kriegen? Wie kann ich tatsächlich bei jedem Move Bauch und Rücken dazu packen? Findet ihr hier.